Und herzlich willkommen im nächsten Part. Jo, weiter geht's. Wir haben beim letzten Mal den letzten Bestandteil... Oh Gott, nee, warte mal, hier waren die Cops. Ah, schnell weg. Den letzten Bestandteil unserer Items gefunden. Ja, hier, um den Zug wieder fahrtüchtig zu machen. Oder die Straßenbahn. Ihr wisst schon. Und bevor man aber mit der Straßenbahn flüchten kann, kommt immer nochmal ein Nemesis, das weiß ich. Zumindest in 99% der Fälle. Also bis jetzt, ich glaube, mir ist es noch nie passiert, dass er nicht gekommen ist. Ja, genau. Die Krähen. Ich habe mich schon so oft an dieser Stelle erschreckt. Ist nicht mehr. Ach ja. Natürlich, aus dem Nichts bricht einfach der Boden weg und oben drunter ist ein riesiges Loch. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre. Wir können hochklettern oder uns runterfallen lassen. Ich bevorzuge hochklettern. Also ihr könnt auch ruhig runterspringen. Ihr sterbt da unten nicht, verliert auch keine Energie. Aber ihr müsst dann hoch in einen kleinen unterirdischen Tunnel laufen und kommt hier wieder raus bei diesem Bus, wo eben die Krähen waren. Nee, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Aber wenn ihr euch runterfallen lasst, erhascht ihr weil einen Hinweis auf den nächsten Boss. Zumindest liegt da unten ein toter Boss. Mehr möchte ich nicht verraten. Ja, Heilung ist eigentlich okay. Habe ich genug? Ach, scheiße. Auf euch habe ich keine Lust, Jungs. Sind wir auch fertig? Hier ebenso. Es sind quasi so die letzten Züge der Stadt. Ich sollte mir aber vielleicht die Bestandteile auch mitnehmen. Es wäre nicht schlecht. So, das Kabel, gemischtes Öl, Moment, ah, da, genau, und die Sicherung, ja. Ich rüste schon mal weil auf den Granatenwerfer mit Eisgranaten um. Habe ich es ja vorhin davon gehabt, dass sie richtig bösartig Schaden am Nemesis machen. Oh ja, ja, die Dreiecksgabelung, da kommt er doch immer. Aha. Wow. Ihr habt's gesehen, die Eisgranate bremst ihn sogar auch noch ein bisschen aus. Und macht natürlich auch Mehrfachtreffer. Oh, shit. Ich hab gedacht, ich kann auch... Oh, ja, komm, übertreib halt, Digga. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Es ist jetzt nicht dein Ernst, wie assi war das denn?
Ah, kleinen Moment. Ja, also auf ein neues würde ich mal sagen. Na komm, Digga. Oh, schon den ersten Griff kassiert. Ah. Okay, scheiß drauf, ich heile mich gleich. Was soll der Geiz? Ja, 3 Granaten sind schon echt genug. Au! Denn die Eisgranaten sind so teuer. Oh, der war doch ausgewichen eigentlich. Komm, 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 komm. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist echt unfair. Okay, okay. Okay, 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 okay. Oh, Danger. Danger, Danger, Danger ist nicht gut. Oh. Ungeschafft, er ist kaputt. Oh mein Gott. Gib mir den Koffer, gib mir den scheiß Koffer, Mann. Oh, 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 oh. Wir haben die Parts B, also die B-Teile von der Schrotflinte. Oh Gott. Kampf. Also, ja, 5 von denen und ein paar von denen. Das ist eigentlich noch recht sparsam gewesen im Kampf. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Kleines Erdbeben. Ach, ich ahne Schlimmes. Ja, großes Erdbeben. Oh scheiße. Jetzt kommt was ganz Unangenehmes. Nicht gut. Darf ich vorstellen, der Wurm. Okay. Beim Wurm können wir Folgendes machen. Gegen ihn kämpfen. Munitionsverschwendung. Oder einfach nur... Diese Emergency Power Dinger da. Aktivieren! Oh, und dann schnell wieder weg. Ja, das ist das zweite. Ja. Leider runter. Oh Gott, drück, 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 drück. Ja, ich will hoch. Kein Schaden kassiert. Ein Glück. Denn der Wurm macht mir im Maul richtig viel Schaden. Oh mein Gott, Leute, echt, das ist hardcore. Ich hasse das. Ab in den Zug. Beziehungsweise Straßenbahn. Oh, okay. Kabel erneuert. Zweite Sicherung. Im Kasten. Gemischtes Öl. Getankt. Perfekt. It looks like we're ready to go. Here, take this. Oh, Flammengranaten. Vielen Dank, Carlos. Okay. Nikolai won't be joining us. I understand. I'll operate the cable car. Let's go. Alles klärchen. Mikael, wie sieht's aus? Immer noch scheiße. It's looking good.
Ja, los geht's. Mikhail! Mhm. Ihr vermutet richtig. Oh Gott, nein. Mikhail! Da ist er wieder. Wir können hier nochmal gegen ihn kämpfen. Aber es bringt absolut nichts. Es ist die pure Munitionsverschwendung. Denn es hat denselben Effekt. Get out of the cable car now! Als würden wir gehen. Mikhail, wait, don't! Get out of here! Hurry! Ja, das ist nicht unser einziges Problem, der Nemesis. Jetzt können wir uns raussuchen, aus dem Fenster springen oder Notbremse machen. Wenn wir die Notbremse aktivieren, krachen wir ins Haus und wenn wir aus dem Fenster springen, kommen wir ein Stück vorher raus. Also ich bevorzuge aus dem Fenster springen. Denn wenn wir aus dem Fenster springen, landen wir hier. Wenn wir die Notbremse ziehen, würden wir irgendwo im Innenhof landen. Das habe ich aber nicht so gern. Ich fange lieber hier am Anfang an. Oh. Hallo. Ja, toll. Auf euch habe ich ja gewartet, ne? So viel mitnehmen wie geht. Ich komme gleich nochmal. Denn wie es der Zufall will, steht hier eine Safe-Kiste. Ja. Mal kurz ablegen den Schmodder. Ah, hallo. Custom Western oder Western Custom. Sehr geiles Gerät. So, Flammengranaten können abgelegt werden, ebenso wie die Eisgranaten. Und dann direkt nochmal zurück. Da gab es nämlich noch mehr. Gunpowder A. Gunpowder B. Und jetzt habe ich ein Problem. Uff. Der war knapp, ey. Und den Clock T. Also Clock Tower Key. Einen der Keys. Und ist es nötig, euch zu machen? Nein. Werde ich es trotzdem tun, ja. Fehler gemacht. Ja, egal, komm, scheiß drauf, den einen können wir verkraften. Ja, hier gibt's auch nichts mehr. Aktenkoffer gibt's auch nichts. Okay, komm, raus hier, was soll's. Eigentlich können wir auch gleich mal wieder ein C bauen. Ja, aus euch eigentlich auch. Komm, was soll der Geiz? Euch leg ich ab. Und ich würde sagen, dann geht's auch im nächsten Part wieder weiter. Euer Slugsy. Ciao.